Ja, hallo, die Pause ist vorbei. Wir sind wieder dabei bei der tödlichen Amnesie. Okay, wir sollten hier das Diebspiel spielen, ne? 3, 2, 1, yes. So, um was geht es? Anweisung. Der Dieb kann pro Zug einen Schritt machen, die machen allerdings zwei. Vermeide die Waffen und erreiche den Schlüssel für den Fluchtwagen. Nur dann kann der Dieb zum was? Zum Gelangen und mit der Beute entkommen. Zum was entlangen und mit der Beute entkommen. Okay, also wenn ich jetzt. Was? Da sind die Wachen. Okay, wir müssen zum Wagen kommen. Wenn ich also hier hingehe, dann erwischt er uns, ja? Okay, Game Over. Neuer Versuch, natürlich. So. Okay. Wie komme ich denn da hin? Das hier müsste schon richtig sein. Ah, okay, ich muss erstmal die Bahn herausfinden, ne? Jetzt geht er dahin. Okay, jetzt haut er ab. Ja, alles klar. Jetzt kann ich darüber kommen. Wunderbar. So. Jetzt ist er dort. Genau. Nach da komme ich nicht. Zwei. Das ist doch ganz doof hier, ne? Ja, das ist doof. Dann erwischt er mich gleich. Okay, ich probiere es mal von der anderen Seite. Also, hier kann ich nicht hin. Fein. Ich hätte auf die andere Seite gehen sollen, ne? Ja, jetzt hat er mich. Okay, neuer Versuch. So, ich probiere es mal hier. So. Genau, das läuft gut. Das läuft spitze. Hier jetzt nicht. Aber jetzt ran. Ran. Und schnell weg. So, wenn ich das richtig sehe, muss ich jetzt auf die andere Seite kommen. Das mache ich mal. Genau. Zack. So, soweit, so gut. Okay. Ich bin voll im Plan. Alles gut. So, Straße überqueren. Sehr gut. Das läuft noch alles fabelhaft. So. Jetzt hier, dann da. Na, da habe ich aber Glück gehabt. Da habe ich aber Glück gehabt, dass das hier gerade so passte mit den beiden. Yay! Okay, Höchstpunktzahl Arthur. Wieso Arthur? Bin ich nicht mit meinem richtigen Nachnamen, mit meinem richtigen Namen angemeldet? Das ist ja doof. So, da aber nee, egal. Ziel erreicht. Gibt es hier noch was? Arthur. Also wirklich. Hier ist ja das Safe. Oh. Ach so. 801690. 8. Es gibt keine 1. Mist. Was kann das der Statisten sein? Oh, 2957. 2. Kann ich auch zurückgehen? Ach, irgendwas. Ja, ich weiß. 2, 9, 5, 7. Yay! Na, guckste. So, eine Akte mit rotem Etikett. Du bist unser. Was ist denn da jetzt drin? Schulden- und Geisterakte. Was? Okay, Victor. Geisterakte Mary Kelly 7000 Destal. Was heißt das? Arthur Christie, das sind wir. Nicholas Mary Kelly. Wer ist Mary Kelly? Murphy owes money to Big Lip.
I had cleared my debt. Wonder with what? Mary Kelly? Who is she and why is she a ghost file? Why would someone steal her file from the police archive? Nein, sie ist nicht der Exekutierer. Obwohl, naja. Ist sie die Mörderin? Who's there? Show yourself. Hi. Oh, Murphy, what are you doing here? Du lebst. Was tut er denn jetzt hier? Hallo? Hi, partner. Hi. Please, don't panic. Was ist? Oh, no. You killed Big Lip? Did you? Answer me! I can explain everything, but we need to run. Too late. The police are here. Please, partner, for old time's sake, if they find me here, I'm done for and the real serial killer will never be caught. Was ist hier los? Lass dich selbst festnehmen, damit Murphy frei bleibt. Leg Murphy Handschuhe. Nee, wieso? Wir können doch auch gemeinsam. Was? Wir können doch auch gemeinsam fliehen. Was? Warum muss ich mich jetzt für sowas entscheiden? Naja, ich sag mal so, wenn ich mich selbst frei festnehmen lasse, dann ist das Spiel irgendwie vorbei, ne? Ich probiere es mal, einfach nur aus Jux. Falls das nicht funktioniert, fange ich gleich nochmal an. I'll probably regret this. I have to take you down so it wouldn't look suspicious. It might hurt a little. You better get me out fast enough. Down here, guys. I've got him. So we finally caught you, red-handed, killer. What do you have to say about that, criminal? Your mustache is criminally funny. Where am I? Of course, I've been arrested. Thanks to Murphy. Did he intentionally lock me in this office so I could escape? Das finden wir heraus. Neue Aufgabe, befreie dich. Aber erst einmal nehme ich die Diskette mit. Yeah. So, okay. Da ist noch ein verdächtig aussehender... was ist das? Was ist das? Was? Nein, warum? Ich habe nicht ausreichend aufgepasst. Falsch. So. Warum können wir das tun? Aber das gehört doch... Gehört es zu seinem Arm? Ich glaube nicht, dass das passt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Guck mal, da sind noch die Schultern. Ich nehme alles an rüber. So. Jawohl. Und dann hier. Wo ist der Ellenbogen? Ist das der richtige Ellenbogen? Das ist er. Aber das ist doch Teil des Ellbogens. Also noch einen rüber. So. Bild war gar nicht in der Mitte. So, du dahin, du dorthin, du Ellenbogen hierhin und du Schulterpolster dahin. So, dann du Schulter dorthin. Okay. Hier muss was Helles hin. Aber nicht das, vielleicht hier. So, besser. Du könntest dahin kommen. Könnte klappen. Und ihr tauscht jetzt bitte auch. Das war noch nicht richtig. So? Nein. Hä? Warum nicht? Oh, weil du da hinkommst. You can always open the cuffs if you have 3 paper clips. Was? Zeig mal. 1. Oh. See? It's easy. Okay, das werden wir gleich mal ausprobieren. You old dog, Murphy. Aber erst einmal sehen wir uns hier um. Dieses Püppchen da ist diesmal ein echtes Püppchen.
Da ist eine. Okay, Polizei hat den Hauptverdächtigen. Arthur Christie verhaftet. Natürlich. Toll. So, hör mich an. was willst du es endlich lernen? Kleide? Was? Kleide dich wie Murphy. Was? Was soll das? Benutze Elektrizität, um aus dem Büro zu flüchten. Flucht aus der Polizeistation. Kleide dich wie Murphy. Aha. Ein normaler Flur. Was ist im Raum Nummer 8? Was ist das alles hier? Und damit die dritte Büroklammer. Okay. Erstmal gucken. Was? Raus aus dem Büro. Kurzschluss werden die Stäbe geöffnet. Was ist mit Kurzschluss? Okay, also mit einem Zirkel und einem Gummiband und einem Gummi kann man was? Okay, Gummi. Toll, das haben wir schon mal. Mehr haben wir aber nicht. Hier war hier nicht ein Zirkel? Nein, es war hier kein Zirkel. Da, guck mal. Nein, ist schon wieder weg. Okay, schon gut. Warte ich noch den Augenblick? Jetzt, da, guck. Ha! So, also, drei Büroklammern. Klar. Was? Okay, wie funktioniert das jetzt? Das geht nicht. Es kommt immer wieder an derselben Stelle zusammen. So, läuft. Wenn's läuft, dann läuft's. Ha. So, aber was jetzt? Aha. Und damit ist das Schloss geöffnet. Juhu. Okay, so, befreie dich. Es kommt niemand rein. Was ist mit dem Wäscheständer? Den stellen wir davor, damit keiner guckt. Guck mal, wer da guckt. Irgendwas Verdächtiges im Rechner? Auch nicht. Viele Auszeichnungen, viele. Die Gitter werden elektrisch bedient. Ich bin mir sicher, sie einem netten kleinen Kurzschluss nicht widerstehen können. Okay, alles klar. Ich muss den Zirkel finden und ein Radiergummi. Da hinten, das ist nur die Maus. Was haben wir denn hier? Da haben wir ein Büroschränkchen. Alles klar. Okay, Radiergummi. Sehr gut. Und ein Zirkel. Na, siehst du. Das Zeug bloß her. Tada, tada, yeah. Okay. Na gut, dann lass uns doch mal schießen. Kravums. Nicht schlecht. So, okay. Oh, das ist bereits der Kurzschluss. Alles klar, Flur. Also, die Schilder können mich zu Umkleide 8 führen, wie es Murphy beabsichtigt hat. Gut, also erstmal hier lang, dann die Blätter, dann der Kleiderhaken. Nisper? Okay. Murphy, du gerissener Fuchs. Entkomme aus dem Polizeirevier, natürlich. Oh, Weine nicht um verschütteten Kaffee. Was für ein Klischee, Donuts. Donuts. Okay, so, was haben wir denn da? Da haben wir einen Wischeimer, der uns nicht interessiert. Huh? What are you doing here? Was ist da los? Schnell. Was? Ich habe nichts gemacht, ehrlich. Aber hier können wir wimmeln. Okay. Was? Nein. Oh. Moment, das ist doch der Typ... Warte mal, das ist doch der Typ aus der Wohnung. Sein Bild mussten wir doch zusammenfummeln. Ich erinnere mich an die Haare. Stereoempfänger und sonst nix. Warte mal, hier ist noch was. Okay.
Hier leuchtet was. Was müsste rot sein? 3x. Da, 3x. Yay. Okay, 3x. Ja. So, ein Stereo-Empfänger. Das da. Sehr gut. Okay, und der Rest ist... Da ist ein Magnet drunter. Cool. Ist hier was drin? Da ist... Okay. Okay, haben wir auch. Hier ist noch das Kabel. Oh, okay. Wir brauchen den Borg. Alles klar. So, hier lässt sich noch was bedienen. Das M. Gar nicht schlecht. Da ist der Staubsauger. Ein Schraubendreher. Schlüssel. Das ist ein Schraubenschlüssel. So, was hast du da bei dir? Das nehme ich mit. Oh. Oh, ich hätte den Ausweis nehmen sollen. Und die Sonne. Hier kommt die Sonne. Hinter dem Fleck ist etwas eingeritzt. Mit dem Schwamm können wir es vielleicht zum Vorschein bringen. Yeah. Okay. Gut, Objekt gefunden. Ein Schlüssel. Wofür ist das der Schlüssel? Nicht zufällig hierfür. Es ist. Haha. Ich nehme mit. Aber hier steht noch, hier gibt es noch ein Objekt. Ein Sammlerobjekt. Das da nämlich, die Mütze. Yeah. Gut, was haben wir da? Das ist mein Foto mit gefälschtem Schnurrbart. Oh. Was? Ich habe es nicht so schnell lesen können. Mann. Ich kann es nicht erreichen. Okay, dafür braucht man also die Leiter. Huh? Okay, Lampe raus. Jetzt brauchen wir noch eine neue Lampe. Hier kann noch ein Sammlerstück gefunden werden. Na, sowas. Wo ist denn noch ein Sammlerstück? Sammlerstück, wo bist du? Komm her, du Stück. Hm. Wenn ich an die Uniform rankäme. Ja. Okay. Das Telefon funktioniert nicht. Ich probiere es mal hier im Ankleidezimmer. Da bewegt sich nichts weiter, oder? Ich sehe zumindest nichts. Okay. So, die Umkleiden. Wow. Das ist hier ganz fabelhaft. Und ein Damenduft steht dort auch. Ich kann den Spiegel benutzen, um mich zu tarnen. Natürlich, was hat er hier? Nicht in Betrieb. Den Code kenne ich nicht. Hm. Okay, leer. Das hier hat sich gerade bewegt, ich bin sicher. Da, siehste. Okay, und das Licht ist aus. Wunderbar, hier sind wir fertig. Okay. Ist aber nicht angeschlossen. Warte mal, da können wir doch das vorangeschloss dran bringen. So. Cool. Ist das mein Forensic Kit? Yes. Take it. Take it. Astrein. Oh. Was? Murphy stored all the clues I've collected? Interesting. Hm. Okay. Aber wieso brauchen wir das jetzt? Achso, die nehmen wir auch. Aber wieso? Was? Hä? Play. Oh. Eine Stromquelle, du weißt, was ich meine. Natürlich. Hä? Was möchte er jetzt, dass ich tue? Das haben wir doch schon analysiert. So nicht, natürlich. Fingerabdruck. Ich weiß nicht, was. Murphys Foto? Hä? Was möchte er? Okay. Da sollen wir das grüne Zeug draufspritzen. Ich brauche aber noch eine. Was? Ich habe keine Ahnung, was hier zu tun ist. Nein. Ich bräuchte erstmal das hier. Was soll das? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was hier zu tun ist. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Meinung. Hm.
Was können wir noch tun? Das ist leer. Hier ist auch nichts weiter. Okay, fein. Diesen Code kenne ich noch nicht. Eine glatte, saubere Oberfläche. Ich kann sie nutzen, um eine Probe zum Testen präparieren. Das hier ist das mit den Fingerabdrücken. Und das hier lässt er mich nicht machen. Warum? Guck mal, hier ist... Ja. Was möchte er, was ich hier mache? Nee, das ist eindeutig dieses hier. Was soll das? Keine Fingerabdrücke. Natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, was er hier von mir will. Ich gehe raus. Ja, bye. So, den Code muss ich noch herausfinden. Alles klar. Gehen wir mal hier zurück. Gibt es da noch irgendwas Interessantes? Also hier müssten wir ja zumindest noch ein... Hä? Warum geht das jetzt auf einmal? Raff ich nicht. Gut, da bin ich. Okay. 8, 2, 4. Cool. Aber immer noch, hier soll es ein Objekt geben, das sich... Ein Morphing-Objekt vermutlich. Ist hier ein Morphing-Objekt? Ich habe diesen Papierkorb da einen Verdacht, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Diese Rassel da ist auch ein... Wäre auch ein geeignet. Das ist die Rassel. Da, guck. Haha. Gefunden. Yay. Okay, ob das nun wichtig war, weiß ich nicht. So. 8, 2, 4. Wer hätte es gedacht? Was ist hier? Coole Jacke. Okay. Okay, so. Ich brauche eine richtige Mütze. Die Mütze. So, eine Sonnenbrille. Eine Marke. Die richtigen Schuhe, die richtigen Socken. Die richtigen Schuhe. Handschuhe, selbstverständlich. Die richtigen Socken. Was? Okay. Das hier nicht. Doch, die richtige Krawatte. Nein. Nein. Ja. Sehr gut. Da ist noch ein Tic-Tac-Toe. Hier ist die Marke. Ausgezeichnet. Die Sonnenbrille. Kein Gürtel. Hier ist die Hose. Das ist die richtige. Genau. Und hier ist die Hose. Okay. Tada. Objekt gefunden. Polizeiuniform. Beende ein Minispiel in unter einer Minute. Oh je. Okay, alles klar. So. Hier haben wir Batterien und noch ein Foto. Mary Kerbs Adresse. Warte mal, die Batterien packen wir da hinein. Und was gibt es jetzt für eine aufregende Nachricht? Hör mich an. Partner, I owe you an apology. Yeah. I had no choice but to knock you down. Mm-hmm. Meet me at Mary Kelly's place and I'll confess everything. And then, if you want, we can catch the real serial killer together. Oh, Murphy, what did you do this time? Und vor allen Dingen, was bedeutet diese Geheimniskrämerei? Ich meine, na gut, also, tada. Dich erkennt so kein Mensch. Mary Kelly lives here. It looks abandoned. Okay. It looks abandoned.
Ja, das sieht tatsächlich also aus. Club, Bar. Okay, was haben wir denn da? Wie komme ich an die restlichen Süßigkeiten? No, das geht auch. Die Karte sind im Weg. Oh, hier. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Meine Chancen sind nur gering. Was? Okay, hier ist gut. Mist, jetzt habe ich das ja wieder verpasst. Alter, da ist die Kappe. Da ist das Ding. Oh, okay, alles klar. So, hier ist nüscht, 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 nüscht. Anzeigen. Oh. Was haben wir denn hier? Okay. Was? Nicht schon wieder. Oh, wow. Nicht schon wieder. Das ist mein Weg rein? Was, bist du verrückt? Die grauen Zellen. Was? Okay. Erstmal hier das Geschenk auspacken. Was ist denn hier drin? Juhu, ein Schminkset. Juhu, eine Schere. Ah, damit kommen wir an die Kabel ran. Sehr gut. So, damit bekommen wir einen Chip heran. Und den Chip können wir... Oh, können wir das Dings hier öffnen? Okay, kommen wir an die Kohle dran. Oh, an den Schokoriegel. Natürlich, Waschbär. Da guck. Oh. Okay. Seien ähnliche Objekte. Mal 11. Wir können uns ein Seil abrasieren. Klar, wieso nicht? So, du warst da eben ein Seil. Jetzt nicht mehr. Das ist nicht gut. Da und da. Und da. Hm, zu spät. Seil. Seil. Nein, will ich noch nicht. Ich will das da, Mann. Ich will das andere da. Hä? Was ist hier? Warum kann ich irgendwas... Was? Was kann ich denn mit der Schaufel machen? Ein Springseil. Okay. Aber du bist da doch auch ein Seil. Alles klar. So, was haben wir denn noch verseilt? Das ist nicht Seil. Das auch nicht. Hier ist noch eins drin. Ja, Kabel geht auch. Klar, wieso nicht? Nein. Was ist da? Eine Strumpfhose. Ach du Heiliger. Ein Schlips, ja, das kann funktionieren. Und hier. Yay. So, Objekt gefunden. Seil. Oh, ich verstehe. Ein Anker. Juhu. So, mein Weg hinein. Who's there? Show yourself. Oh, das ist nicht gut. Diese Haare und so. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Irgendwer hier? Nein. Oh. Oh. Is that Mary Kelly? Wirklich? Ja, los, lass sie uns befreien. Ja, nun. Hi. Oh, thank you. My name is Mary Kelly. The dirty cop, Murphy. He has a gun. He's trying to set me up. This? Please take the cuffs off me and I'll tell you everything. I'll testify if I need to. He's the killer. Was? Okay. Gut, also. Oh nein, sie sagt, wenn ich sie befreie. Könnte natürlich auch ein Trick sein, ist schon klar. Mhm. Jetzt haben wir zwei von den Patronen, die wir miteinander vergleichen können. Gut. Unter das Mikroskop. Okay. So. Anweisung. Was muss ich denn da machen? Bewege den Sucher, bis du die Kontur der Kugelhülle siehst. Benutze den Schieberegler auf der rechten Seite, um das Bild scharf zu stellen. Das sollte ja nicht so schwierig sein, ne? So. Okay. Ja, das ist ja schon scharf, aber... Hä? Ach so. Ah, okay. Gut. Numero uno. Es
scharf, jawohl. Okay, die Maus gedrückt halten. Und dann, da haben wir es. Okay, so. Nochmal. Es scheint sich um dieselbe Patrone zu handeln, ne? This bullet shell was fired from the same gun as the shell I found near Big Lip's dead body. Oh, Murphy. Was hast du getan? Patronenhülse, yay. Na mal gucken, ob das so einfach bleibt. Ich glaube es ja irgendwie nicht. Der Lautsprecher ist... Ich brauche ein Kabel, wenn ich das benutzen will. Okay, schließen wir es erstmal an. Soweit, so gut. Kopfhörer, wenn ich telefonieren möchte. Wäre nützlich, wenn ich einen Nagel rausbekomme. Na gut. Ja, okay. Aber hier gibt es doch bestimmt noch irgendwelche Sachen. Ich will noch nicht rausgehen, ich möchte mich erstmal umsehen. Diskette, sehr gut. Da ist der Honiglöffel. Doch, doch, es ist Zeit für Kaffeeklatsch. Pass auf. Der Honiglöffel wird zur Pfeife. Yay! Kein gutes Zeichen. Doch, ich versichere dir, es ist. Okay. Na gut, also raus. Ach du Heiliger, hier wohnt die. Ich sag nix. Ach, deine Fett, Fett und noch mehr Fett, ja. Was haben wir denn da? Ein S-förmiger Schlüssel. Alter, ganz ehrlich, Igitt. Igitt, einfach nur Igitt. Seltsames Schloss. Ich muss es auch was abschießen, wenn ich die richtige Waffenmunition. Einfach nur Igitt, das ist ein Basecap. Yay! Sammelstück Hüte. Ist denn hier noch was? Ja, das leuchtet noch. Hier ist noch was. Tupperdosen. Cool. Igitt. Was? Die Tücher sehen sauber aus? Keine Doch, das ist eine Überraschung. Wenn ich mich hier so umgucke, dann ist das sogar eine Mega-Überraschung. Was für ein Chaos, aber echt. So, wo ist denn das zweite... Das zweite Sammlerstück. Hab's nur... Da! Nein, zu spät. Okay. Na toll. Ich will's haben. Okay, ich hab's. Gut. Also, hier muss irgendwas rein. Aber wir haben ja praktisch nichts mehr. Patronenhülsen? Ah, nee, das bringt natürlich nichts. Okay, da ist ein Roll of Dice. Ja. Okay, das ist nix. Und hier ist der S-förmige Schlüssel, den wir aber noch nicht haben. Zu doof. Ja, gut, also raus hier. Gut, ich glaube, ich brauche noch einen Moment und... ja, in der Zwischenzeit. Ne, da geht's nur da zurück. Hier, da ist noch ein Dings im Boden. Okay. Kannst du das mitnehmen? Okay. Den S-förmigen Schlüssel. Yay! Damit gehen wir in die Küche. Ja. Oh, das ist doch schon mal was. Okay, eine Zange und ein gefaltetes Tuch. Jetzt ist es ein nicht mehr gefaltetes Tuch. Hammer. 1 von 3. Warte mal, gehörst du da mal? Nee. Hätte ich... Okay, könnte ich... Ja, ist gut. Also, Zange. Das heißt, wir gehen... Nein, warte, so. Wir gehen jetzt erstmal dahin und holen uns die Nägel. Sehr gut. Das hast du ganz fein gemacht. 1 von 2 und ein weiterer Nagel war hier. Yay. Okay, die Frage ist nur, was machen wir mit den Nägeln? Oh, das zum Beispiel. So, wie, du hast uns verarscht. What's that? Oh oh. She wears a wig? That's strange. I'll deal with that later. Murphy is upstairs and I'm eager to hear his explanation.
Das wird ja immer verworrener, meine Güte. Und das Haarteil hier wird roter Flügel genannt. Okay, alles klar. Gut, wir sehen uns gleich oben um, meine Güte. Aber ich brauche erst wieder einen Augenblick Pause. Bis gleich. Tschüss.